Heyo und damit herzlich willkommen zurück hier bei Koromon mit mir, dem Schirmklang. Ja, da haben wir es weit gebracht in der letzten Folge. Wir sind aus dem Knast gekommen und haben dann hier die Wachen noch besiegen können. Und haben jetzt hier Alan erreicht, oder Alon hieß er eigentlich, ne? Alon, genau. Und wir haben festgestellt, dass die Vorojaner wohl die Bohrkapseln geklaut haben. Und hier ist so ein komisches Loch. Ich denke, da gehen wir jetzt mal rein. Ah, okay, da können wir nicht durch. Ja, und wir haben hier festgestellt, wir können auf diesen ganzen Goldhaufen, die hier liegen, können wir ein wenig verkleinern, ein wenig davon einverleiben und vorsichtig, unauffällig, ohne Klimpen in unsere Taschen stecken. Und uns dann ein schönes Eis, ein Döner oder ähnliches davon leisten. Denn auch die Inflation macht hier nicht vor, wie hieß die Stadt nochmal? Der Rudisch ist halt hier. Die haben hier überall Wucherpreise, alles ist fast doppelt so teuer. Mindestens ein Drittel teurer, würde ich behaupten. Das geht's natürlich nicht, deswegen müssen wir natürlich hier die Reichen ein wenig zur Kasse beten, damit wir dann hier auch, beziehungsweise die Allgemeinheit natürlich auch das nötige Geld dafür zur Verfügung hat, sich ein Döner, ein Eis oder ein ähnliches kühles, schönes, leckeres Getränk zu kaufen oder ähnliche Dinge. Na, so Robin Hood-mäßig. Aber gut, wo sind wir stehen geblieben? Hier im Palast. Weiß gar nicht, kann ich da eigentlich rein? Das war ja diese eine Kammer, ne? Geht das? Kann ich durch den durchlatschen? Nee. Er sitzt da fest und verlässt die Tür nicht. Also hier kann ich noch lang. Ah ne, hier ging es in den Knast. Wo wir 3 Tage gefangen waren. Unsere Geburtstag gefeiert haben. Neben einem Haufen Knochen. Einen dreckigen Kissen mit einem... einer Zahnbürste und einer Vase voll Urin. Das war schrecklich. So, hier ist dieser einzelne Raum, hier ist auch nichts weiter. Dann habe ich alles vom Palast gesehen, oder? Habe ich irgendeine Seite übersehen? Ich glaube, da hinten links könnte es vielleicht noch weitergehen. Wobei, nee, da ist auch schon eine Wand. Hier dann vielleicht rechts lang. Das müssten wir noch machen. Oben geht's auch weiter. Okay, hier ist aber nur ein Raum. Den hatten wir schon leer gefegt. Und hier waren wir, glaube ich, auch schon. Ja, da waren wir auch schon. So, dann gehen wir mal hier raus. Den Palast haben wir also soweit komplett abgegrast. Da ist nichts mehr. Okay, dann sollten wir jetzt wohl zu diesem Tal, ne? Zum Dämmertal. Dämmertal ist vielleicht hier in westlicher Richtung? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das wird ja wohl einen eigenen Marker auf der Karte haben. Gehe ich jedenfalls mal von aus. Obwohl, ne, die könnte man, glaube ich, hier vorne links durch, ne? War da nicht irgendwie was? Oder vertue ich mich gerade? Hier geht's raus. Ah, guck mal, da ist auch was drin. Es lohnt sich ja richtig, hier überall mal reinzugucken. Hallo. All diese sogenannten Archäologen graben zu ihrem eigenen Vorteil nach Edelsteinen, aber sie vergessen, worum es in der Archäologie wirklich geht. Ich meine, sieh dir das an. Ich habe gerade Überreste einer antiken Stadt entdeckt. Ist das nicht sinnvoller für die Gesellschaft? Ja, eigentlich schon. But, capitalism is pain. Oder so. Jetzt haben wir hier Spezialangriffskuchen S und Spezialverteidigungskuchen. Sehr, sehr schön. Fein, fein. Oh, aua, Kaktus. Oh, seht euch das mal an. Da ist eine goldene Kiste. Coupon 5, gratis. Heißt 5 Items gratis, oder wie? 5-mal gratis einkaufen. Das wäre mega. So, wir fackeln mal Pflanze da weg. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier hin können. Da ist noch eine Statue. Das ist bestimmt auch noch was zu holen. Eine Gao-Frucht. Stellt bei Schläfrigkeit sofort die Konzentration wieder her. Und wer bist du? Bruder, ich habe vergessen, mein Surfbrett sollte in meinem Rucksack sein. Mann, ich wollte Fährmeergrotte ins Wasser gehen. Meine Kumpels haben sich vorhin Scherz erlaubt. Alter, ey. Voila, ey. Voll nicht cool.
Finde ich echt nicht voll knorke, ey. So. Ja komm, der redet doch so, oder? Hab ich doch ganz gut parodiert hier. So, nichtsdestotrotz, wo müssen wir jetzt hier lang? Muss doch ganz nach rechts vielleicht? Was ist das hier? Gehe weiter, Bürger. Es gibt nichts zu sehen. Das sind nicht die Drüben, die ihr sucht. Komme ich denn da rein? Ersin, willkommen. Bitte, bitte, komm herein. Du bist hier, um das wunderbare darudische Sandsturmspa zu genießen, nicht wahr? Sehr gute Wahl. Bitte nimm mal ein paar Handtücher. Okay. Zu deinen Diensten. Bitte trage diese, während du im Spa bist. Niedriges Handtuch. Hohes Handtuch. Das wären dann 50 Gold, bitte. Genieße deinen Aufenthalt. Was? Kann ich da rein? Muss ich mich noch umziehen? Eigentlich ja, oder etwa nicht? Niedriges Handtuch. Hohes Handtuch. Das ist wahrscheinlich für die Damen. So komplett bis oben hin, so über die Brust. Und wir haben das jetzt hier so gekonnt um die Hüfte. Dann gehen wir jetzt mal hier ins Spa, was auch immer das ist. Nach dem Sandbad. Heiße Quellen, kühle Quellen. Was ist das hier? Das ist ein gemischtes Bad. Was ist das denn hier? Wie unzüglich. Das ist der Traum, mein Kumpel. Ein paar Stunden arbeiten, Kohle machen und dann den Rest des Tages hier im Spa verbringen. Ja, viel Erfolg. Und ich klaue mir hier einfach mal ein bisschen was raus. Ich habe Spritze erlernt. Shisha rum. Aber das stinkt wenigstens nicht so, ne? Aber... ich kann da nicht reingehen. Wasser. Schwimmen. Hallo? Wasserscheu oder was? Der geht da nicht rein. Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich sehr enttäuscht. Bin wahrlich enttäuscht. Immerhin kriegen wir noch einen Schicksalsduft. Er ist es von meinem Schicksal, nicht in das schöne Bad gehen zu können. Grab und Co. ist ziemlich großzügig, wenn man darüber nachdenkt. Ja, wir machen hier harte Arbeit, aber sie bezahlen die Facharbeiter wirklich gut. Bastila. Hinten im Spar gibt es einen Typen, der etwas namens Soda verkauft. Er hat seinen Sprudel ziemlich hoch angepriesen. Er war allerdings ziemlich vage, er behauptet, es gäbe eine besondere Zutat, die es so erfrischend macht. Ich frage mich, was das sein könnte. Er verkauft einfach nur dieses Badewasser. Lecker Badewasser. Was nämlich Leute ihre Käsemauken drin hatten und alles weitere. Kann ich jetzt hier... Ich will auch ins Wasser. Warum habt... Entwickler, ganz ehrlich, warum habt ihr das nicht eingebaut? Das wäre doch jetzt super, wenn ich hier reingehen würde. Mich erhole, so, Augen kurz zu, wir legen uns da so an den Rand kurz, ne, so, und dann laden sich alle Lebenspunkte und die HP-Punkte der Koromon wieder auf. Warum ist das so nicht? Das wäre doch perfekt dafür geeignet gewesen. Da bin ich jetzt irgendwie enttäuscht, ich bin ganz ehrlich. Selbst bei Stardew Valley und Harvest Moon kann ich in die heiße Quelle gehen, also wirklich, sogar bei The Witcher. Nehmen wir denn hier? Nehmen wir mal diese Gelfrucht. Oder Gelfrucht eigentlich ausgesprochen, denke ich mal. Okay, hier ist auch noch ein Pot. Ah, guck mal, da kann ich was machen. Fähigkeiten Blitz. So, was machst du hier? Ah, Matt verkauft das hier, okay. Solsoda, holt euch hier euer erfrischendes Solsoda. Solsoda, was ist das? Im Grunde ist es eiskaltes, tragbares Thermalwasser. So kannst du überall kühl bleiben. Können wir damit vielleicht durch die heiße Wüste gehen? Es steht dir frei, es zu trinken, auf deine Füße zu gießen und oder es in dein Gesicht zu spritzen. Weil Solsoda ist keine Wüste zu heiß. Nein, nicht einmal die berüchtigte sengende Sande. Wo immer du auch sein magst, dieser Sprudel wird dich mit Sicherheit abkühlen. Wollt euch hier eure erfrischende Soda-Gegenstände kaufen? Wie teuer ist der Quatsch? Ja, Leute. Ich kauf mal 4. Gott, ist das teuer. Kollege. Das Wucherpreise.
Errungenschaft freigeschaltet. No shows, no shirt. Ah, keine Schuhe, kein T-Shirt. Ah, okay. Coupon 5 gratis. Dann würde ich sehr viel erhalten, ne? Coupon 5. Ich jetzt... Weil, gilt das für 5 Gegenstände oder wie? Ich habe das noch nicht verstanden. Wo haben wir denn den Coupon? Coupon, Coupon, Coupon. Coupon. Coupon, 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 Coupon. Wo ist der denn? Da. Ah, mit dem du die 5 teuersten Items deines Einkaufs kostenlos erhältst. Okay, dann hätte ich das gerade eigentlich doch ganz gut einsetzen können. Ja gut, jetzt ist es auch erstmal egal. Kaufe ich mir sonst irgendwie Phönixsteine oder irgendwie sowas von. Aber wenn ich die 5 teuersten Items gratis erhalte... Was gibt's denn da wohl so noch? Ach ja, ich sollte mich vielleicht wieder umziehen, ne? Nehmen wir mal wieder den Zylinder, ist warm hier. Eine rote Jacke. Gruselige, tobende Kinder. Ich habe diesen Bohrer auch noch gar nicht ausprobiert, ne? Item ausrüsten. Bohrschaufel. Benutze ich das jetzt? Ah, da benutze ich das hier so. 5 Schritte entfernt. 1, 2, 3, 4, 5. Keine Edelsteine wahrgenommen. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Drei Schritte. 1, 2, 3. Es eine Karte gibt, dass sie immer gleich vorkommen. Edelstein wahrgenommen. Ja, cool. Roter Edelstein. S. Einmal erhalten. Ja, immerhin. Hat sich ja schon gelohnt hier. Was hast du denn, mein Lieber? Hier Kuchen. Was hast du denn da für lecker Kuchen? Okay, so teuer sind die nicht. Der hat auch nur Kuchen. Ist dann eher semi-interessant. Ja, guten Appetit. Ah, kann ich... Das kann. Nee. Das will ich nicht. Gegenstände kaufen. Spinner. Hat sich irgendwie alles nicht. Ich weiß gar nicht. Kann ich hier dann mir vielleicht die Schlange kostenlos kaufen? Also eine Möglichkeit, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob das klappt. War ich hier in dem Gebäude? Ah ja, doch, doch, doch. Das war das Gebäude von Archie und so. Oh, keiner hier. Ich war enttäuscht. Kann man sich einfach die Diamanten da oben klauen? Die Edelsteine? Ich meine ja nur. Hat keiner da, liegt einfach so rum. Geht sich doch perfekt an. Jetzt müssen wir noch irgendwie... Aua, Kaktus. Einmal in den Kaktus reintreten. Ach, da kann ich ja gar nicht weiter. Stimmt, ja. Dann müssen wir erst irgendwie sowas wie Surfer wahrscheinlich erlernen. Um über das Wasser zu kommen. So, hier war nichts weiter. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich erstmal zurück zum Dämmertal. So, die ist hier immer noch in ihre Edelsteine verliebt. Ja, dann machen wir ein Schwimmbad raus. Ey, guck mal, hier ist doch noch ein Bohrkapsel. Einer ist noch da. Die letzte. The last one. Und trotzdem mal gucken, wo ich da hochkomme. Hier? Nope. Da komme ich wieder in die sengende Sande. Das war ein komischer Einstieg hier, ne? Kommst durch die sengenden Sanden und stehst erstmal da irgendwie dann... Wer weiß wo. Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Muss ich da... Die Wurstenwüste. Muss ich da erst wieder hin? Ich bin ein bisschen verwirrt, wo dieses Dämmertal denn jetzt sein soll. Irgendwie finde ich das gerade nicht. Finde ich das hier durch?
Ach, hier ist das Dämmertal. Siehst du mal. Ah, Kaktus. Den Kaktus nicht gesehen. Er ist fies. Lauf, 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 lauf. Hier ist das Dämmertal. Ich speichere lieber nochmal. Wollen wir uns da reinwagen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich würde, glaube ich, ganz gerne... So. Einmal unseren Goldflügel nach vorne. So, hier waren wir, glaube ich, zuletzt stehen geblieben, ne? Ach, und das ist nochmal eine weitere Kammer. Ich habe das für die gleiche gehalten. Die gleiche Grube, aber es ist gar nicht die gleiche. Hier sind auf jeden Fall schon mal zwei große Pyramiden. Weil diese Aua halt eher mit dem Sande vergraben sind. Ah, hier kann ich durch. Ist das Treibsand da vorne? Ich hoffe nicht. Nicht, dass ich das wirklich absicke. Dann sterbe ich da einfach. Ja, ich glaube, hier ist alles safe. Ich kann da nur nicht drüber laufen. Wie war es denn mal Überlebenstrick bei Treibsand? Sich möglichst flach hinlegen. Dann raus quasi krabbeln, kriechen. So angeblich helfen. Und auch bei so Moorwasser oder so, ne? Also Moor- oder Morastzeit. Indy, meine letzte Expedition durch die Pyramide von Saad war fast mein Ende. Dieser Ort ist voller alter mechanischer Sprengfallen. Sprengfallen? Was? Indy, was machst du da? Ja, hallo Scherbenklang, nochmal vielen Dank, dass du mir bei meinem Plan geholfen hast. Die meisten Bohrkapseln sind weg. Also haben wir auf Bohrschaufeln zurückgegriffen, aber hey, zumindest können wir wieder an die Arbeit gehen. Ja, das ist doch sehr schön. Was, wenn du Bücher mit seltsamen Symbolen findest? Lese sie nicht laut vor. Du weißt nie, welches uralte Böse du beschwören könntest. Meint die Mathebücher in der Schule? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, die Mathematikbücher in der Schule. Da ist immer ganz viel Böses drin. Naja, 6 Monate Freiheitsstrafe, bla bla bla, das kennen wir ja schon. Kein Item da drin, hätte ich jetzt erwartet, dort oben in der kleinen Vase. Das heißt, wir müssen jetzt da rein. Bin ich dafür bereit? Bin bereit. Aber ich pack dann eher mal... Wir machen das mal so. So, das ist wohl die große Pyramide hier von Saar. Oder von Saad, genauer gesagt. Ich wette darauf, dass Krummon uns hier direkt so angreifen. Wie wir sehen können, gibt es hier Statuen, die zum Teil blau verfärbt sind und eine Trainerin. Die uns, glaube ich, nicht angreift, oder? Dieser Ort ist faszinierend. Die Koromon in dieser Pyramide scheinen von Sand angezogen zu werden. Genau wie Koromons in der offenen Welt von hohem Gras angezogen werden. Ja, warum auch nicht? Das heißt, die greifen uns aber bestimmt hier auch so an, ne? Sollte ich diese Schatzkiste da öffnen? Bestimmt nicht, ne? Komm, mach ich. Bodenspinner. Okay, das war jetzt alles. Ich hatte gerade irgendwie... Ich weiß nicht, eine Katastrophe erwartet. Oder soll der Sand dann quasi das hohe Gras sein? Das könnte ein Hinweis gewesen sein. Elektroduft. Dass da dann halt die wilden Kurmon drin sind. Ah, Polly. Oh mein, es ist Scherbenklang von der Titan-Taskforce. Wir haben dich früher oder später erwartet. Wie begrüße ich dich? Mit einer Geste, einem Handdruck? Hallo, kennen wir uns? Luxolus hat dich nicht informiert. Oben gibt es ein ganzes Forscherteam, nur für dich. Wir haben wie verrückt Sand gekehrt, um alle Fallen aufzudecken, die in oberen Stockwerken versteckt sind. Ich kämpft die Wüste. Stehen da zwei Leute im Riesenkamm und ich kämpfe die Wüste. Spaceballs lässt grüßen. Ja, das ist mal nett. Ich muss zugeben, dass wir den Titan noch nicht gefunden haben, aber wie gesagt, das sei sowieso dein Fachwissen. Wie auch immer, ich muss schnell zurück ins Basislager, um die Operation zu überwachen. Viel Glück da draußen, leuchte hell. Okay, die haben angeblich alle Fallen entfernt. Entfernt nicht aufgedeckt, trifft's eher, ne? 1, 2, 5, 3, 4, dann eine Pause. Es ist immer das Gleiche. Das könnte nützliches Wissen sein, aber ich hoffe, sie zwingen mich nicht dazu, dieses Wissen in die Tat umzusetzen. Ja, das sieht ein little bit gefährlich aus. Was? 1, 2, 5?
Eins, zwei. Fünf. Immer das gleiche. Ob ich da durchkomme? Nicht zu weit. Ah! Okay, einmal durchrennen hat nicht funktioniert. Ich lebe noch. Mein Gott. Hallo. Wer bist du denn? Ghoul. Gott, die heißt Ghoul. Hilfe, gruselig. Scherbenklang, bevor du tiefer in dein... Was? Bevor du tiefer in einen gefährlichen Abschnitt vorbringst, wirst du mir erlauben, deine Teams zu bestätigen? Nein. Lass mich in Ruhe. Auf mich anzugreifen? Er setzt Guldra ein. Fibio, Attacke, Wolkenbruch. Mach das Guldra hier fertig. Bam. Okay, es hat nicht ganz so viel abgezogen, wie ich erhofft habe. Immerhin so ein Drittel ungefähr, ne? Bisschen mehr. So, ein Wolkenbruch. Plätscher, Plätscher. Skuldra wird zu Schlamm. Die Mucke. Ist eigentlich ganz nette Techno-Kampfmusik, also es geht. Nach einer Zeit geht es ja endlich ein bisschen auf den Nerven, aber man hört es ja nicht so häufig, finde ich. Level up. Kaching. Beziehungsweise Potenzialentfaltung. Machen wir ein bisschen Spezialangriff. Nochmal die mehr Lebenspunkte. Amberon hat auch Level 35 erreicht. Und Ablenkung freigeschaltet. Das ist immer so interessant. Und er setzt hier eine Pitterbite ein, was sich übertaktet. Dann setzen wir doch mal dagegen Goldflügel ein. Und ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich habe vergessen, mir Heil-Items zu kaufen. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall nochmal vorher rausgehen müssen. Weil ich ansonsten beim Titan nachher stehe und der macht mich fertig. So wie letztens Illugin schon. Ey, das war... Boah, ey, dieser Kampf, ey. 20 Minuten, was ging der? Mein lieber Mann. Oh nein, wir fühlen uns benebelt. Aber beim Windschnapper macht das nichts. Denn die Attacke kostet keine Angriffspunkte. Aber bereichert unsere Taschen. Und lässt andere Leute verarmen. Das nennt sich übrigens Umverteilung. Im schlechtesten Sinne. Weil es Diebstahl ist im Grunde. Was nehmen wir denn jetzt? Heribert? Ja, komm, Heribert. Wenn der kämpft, sollten wir auch noch mal Geld kriegen eigentlich, ne? Dann wäre es eigentlich besser, das Goldflügel zu geben, ne? Was war das denn gerade? Wie so ein Geräusch gemacht. Komisch eingeatmet. So, Pitterbite, wir machen dich fertig. Da kannst du uns hier Ohrfeigen geben, wie du möchtest. Deinen Ohrfeigenbaum hier werden wir stürzen. Gang schalten. Angriffswert ist gestiegen. Initiative ist gestiegen. Legt sich hier auf, ey. Kampfmodus aktiviert. Ka-ching. Mein Team ist eins der vielversprechendsten. Ah, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht mal einen Pflanzen-Koromon hier. Gibt es überhaupt Pflanzen-Koromon? Moment. Was steht im Buch? Was steht in unserem schlauen Buch? Es gibt keine Pflanzen-Koromon. Normal, Elektro, Geist, Sand, Feuer, Eis, Wasser. Magie, das sind ja nur Fähigkeiten. Düster nur Fähigkeiten. Massiv sind nur Fähigkeiten. Luft sind nur Fähigkeiten. Gift sind nur Fähigkeiten. Und Schnitt oder Scharf sind nur Fähigkeiten. Okay. Weißt du Bescheid? Jetzt habe ich natürlich das Problem mit meinem LP-Kuchen hier. Dass ich vorher nicht einkaufen war. Das ist ganz schlecht. Wir können natürlich erstmal versuchen, so ein bisschen durchzukommen. Hier und da das ein oder andere Item mitzunehmen. Aber ich glaube nicht, dass das hier ganz ungefährlich ist, was wir hier gerade tun. Auf jeden Fall risky. Na, guck mal, da ist ja echt überall was drin gefühlt hier. Komische Behälter. Sieht aus wie die Behälter von Empyrean Galactic Survival, die da rumfliegen. Einmal schnell durchrennen. Sopo-Frucht. Ich weiß gar nicht, wie hoch wäre bei sowas wohl die Wahrscheinlichkeit, dass man trotzdem von den Pfeilen getroffen wird. Vor allem, wie viele Pfeile habt ihr denn da bitte schon drin?
Wir haben unendliche Vorräte, das muss ja wahrscheinlich seit tausenden Jahren hier schon laufen. Oder seit Ewigkeiten halt wirklich, ne? Nicht näher. Okay. Kann ich mich da verstecken? Nein, kann ich nicht. Aua. Scherbenklang wurde getroffen, ist tot. Aus die Maus. Hier geht alles zu Ende heute. Was, wie soll ich denn da... Was? Was? Ich will veräppeln hier. Lauf, Pfeile hinter uns, Pfeile. Nein! Oh, ist das fies! Okay. Da werden wir ja richtig gejagt. Ist das gemein? Aber wir müssen jetzt eh erstmal raus und neue Heil-Items kaufen. Das hat sonst keinen Sinn. Nein! Wer ist Pokémon? Ich wollte doch nur schnell raus hier. Scootera haben wir, glaube ich, schon, ne? Ich glaube, ja, komm, mach den einfach mal fertig hier. Wassermarsch. Sehr effektiv, sagt er uns. Okay. So, nochmal ein Wolkenbruch. Ah, reicht das schon? Das wäre eigentlich ganz cool, aber ich glaube nicht, dass es ganz reicht. Nee, leider nicht. 5 Lebenspunkte hat er noch. Und beschmeißt uns hier schon wieder mit Knochen. Also wirklich. Unverschämt, ne? So, hier. Schneekugel in dein Gesicht. In your face oder in your bone. Knochenmaske auf. Knocker oder Tragossa, ne? Tragosso, so hieß es. Platscher. Ah, verursacht Schadenhöhe des Levels des Ziels. Das ist gar nicht mal so doof, glaube ich, ne? Dann nehme ich mal präzisen Schlag aus. Nimm das. Goldflügel hat Level 40 erreicht. Und Mietspooky hat Level 39 erreicht. Sehr schön. Level up hier. Lauf. Jetzt erstmal hier noch ein bisschen lang gehen, gucken, was hier so ist. Eine Schatzkiste. Katsching, ein Fähigkeitenblitz. Mit ganz vielen tollen Sachen hier. Habe ich mir noch nicht einmal angeguckt, ne? Das war aber schon bei den Pokémon-Spielen damals so. Ich habe mir die Sachen nie angeguckt. Weil ich das immer als uninteressant empfand. Ach, guck mal, wir können ja auch Pfeile alles auslösen. Ah, sehr schön. Die waren sonst noch unter dem Sand vergraben. Das ist ja auch fies, ey. Das ist keine Chance, ne? So, jetzt sind wir im Dämmertal. Jetzt muss ich aber jetzt im Dämmertal irgendwie zurück zur Stadt kommen. Da muss ich hier durch, ne? Durch die Wüste müssen wir dann auch noch, aber das machen wir beim übernächsten Mal oder so. Ich würde jetzt erst ganz gerne da durchkommen. Sobald wir das geschafft haben, würde ich dann sagen, dass wir da dann mal in die Wüste wieder gehen können, in die Wostenwüste oder in die sengenden Sande, genauer gesagt. Um uns da diese 2-3 Kisten noch zu holen, die da waren, wo wir ja nicht rübergekommen sind, ne? Das haben wir ja mehrfach versucht, ich glaube, 2-3 Folgen zuvor oder so. So, ich gehe mal zum Noxolis Campus hier an der Stelle. Jum! Scotty, beam me up! Jum! Scotty, beam me down! Oder irgendwie so. So, da ist der Laden. Katsching! Willkommen, wie kann ich helfen? Gegenstand kaufen. LP-Kuchen. Und zwar sowas von. Viele LP-Kuchen. Ich bin gleich sowas von pleite. Puh, ey. Phönixscherbe. Warte mal. Ich kaufe gerade mal 5 Stück. Ja, dann halte ich wieder 7500 zurück.
einfach mal gemacht. Ich hoffe, das war richtige Entscheidung. Gegenstände kaufen. Spinner haben wir insgesamt auch mehr als genug insgesamt, ne? Den ganzen Gestankkram und so, das brauchen wir nicht. Wir brauchen vor allem Heilgegenstände. Das heißt zum einen hier diese Phönix-Scherben und Steine. Und zum anderen hier die LP-Kuchen und anderes Gedöns. Ja, wo gleich arm wie eine Kirchenmaus, ne? Boah, ne. Brauch mehr Geld, ich bin arm. Selbst in der virtuellen Welt ist mir kein Reichtum vergönnt. So, das kaufen wir auch noch. Jetzt haben wir nur 691 Gold. Ey, ich bin so arm. Ja, leuchte hell. Mit meinem Portemonnaie tiefschwarz wie ein schwarzes Loch. Fühlt es sich auch an. So, gut, dann haben wir heute erstmal alles geschafft hier. Dann machen wir es uns heute nochmal bei Mama bequem. Fahren wir nochmal eben rüber hier. Was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass wir eben keine richtige Heimatstadt haben. Ne? Also wir fahren ja einfach nur... Achso, da muss ich durch. Grüne und rote Lämpchen, ne? Ist für Drücken und Ziehen. Öffnet einem viele Türen im Leben. Außer bei Schiebetüren. Gibt es neue Kuchen? Da ist ein Kuchen im Ofen. Ja, mega cool. LP-Kuchen, Detox-Kuchen. Ja, das ist immer schön. Die fragt uns gar nicht, wo wir waren. Alter, wir waren im Knast. Haben noch nicht was zu essen bekommen. Noch nicht mal eine Toilette. Gar nichts hatten wir. Die fragt noch nicht mal, was war. Was ist denn das für eine Mutter? Was ist das für ein Sohn? So steht der Mutter das wenigstens zu sagen. Ey, Mama, ich war im Knast. Hilfe. Mög nix. Gut, dann haben wir das erstmal für heute. Schön, dass ihr da wart. Ciao, ciao und bis morgen wieder. Wie gehabt um 14 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Und dann gehen wir mal wieder in die Pyramide und schauen mal, was dort die Pyramide von Sard für Überraschungen, Fallen, fiese Gegner und vielleicht auch einen Titan für uns übrig hat, ne? Macht's gut, ciao, ciao.